Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Blissim Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im April hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box habe ich im Abo, im Monatsabo, zahle 17,90 Euro pro Monat und dementsprechend auch pro Box. Das ist eine Beauty-Box, die enthält Produkte aus allen möglichen Bereichen, also dekorative Kosmetik, Pflege, auch mal ein Beauty-Tool ist mit dabei. Die haben auch einen richtig tollen Adventskalender gemacht, den ich hier oben mal verlinken kann. Also ich bin da wirklich beeindruckt von. Also gefällt mir sehr gut das Konzept, das habt ihr mir empfohlen, also die Box. Und daraufhin habe ich sie abonniert. Vielen Dank nochmal an die lieben Tippgeberinnen. Und ihr könnt sie gerne, wenn ihr möchtet, auch gerne mit dem, mit dem Code, den ich euch unten in die Infobox packe, vergünstigter bestellen. Also das ist quasi so ein Freunde-Werben-Freunde-Code bzw. Link. Ich verdiene daran so ein paar Punkte, die ich dann im Blissim Online-Shop einlösen kann und ihr bekommt die Box dann ein bisschen günstiger. So, ich würde einfach mal sagen, wir schauen rein. Das ist die April-Box und man konnte diesen Monat zwischen zwei verschiedenen Boxen wählen und ich habe mich für die etwas buntere Variante entschieden, weil ich vermutet habe, dass darin auch vielleicht ein bisschen mehr dekorative Kosmetik drin ist. In der anderen Variante war, glaube ich, ausschließlich Pflege enthalten. Und hier haben wir dann einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, was auf der kleinen Box liegt. Manchmal hat man übrigens auch ein Täschchen, manchmal hat man eine Schublade. Das ist ein bisschen eigenwillig, das Ganze. Und hier steht auch drauf Printemps Magique. Das ist Frühlingsmagie. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Wir haben immer so 5 Produkte in der Box enthalten, die meistens aber etwas kleiner sind, manchmal auch eine Full-Size mit dabei. Und man kann die, das finde ich ganz cool gemacht, über die Homepage auch direkt nachbestellen, in Full-Size zum Beispiel. Und als Abonnent bekommt man die Sachen im Online-Shop immer ein bisschen rabattierter. Ich weiß gar nicht, ob das 15% sind, die da regulär drauf sind. Das weiß ich gerade nicht. Und ja, genau, April 2021, ein bisschen fancy. Alles ist auf Französisch, Leute. Yay! Heißt auch die Produktbeschreibung. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, im Browser wird es automatisch von Französisch nach Deutsch übersetzt. Die Übersetzung ist manchmal ein bisschen interessant. Aber naja, auch das Editorial, was hier immer so drin steht, ist tatsächlich auf Französisch, auch die Produktbeschreibung. Aber Leute, ich habe mich vorbereitet. Ihr habt das letztes Mal nämlich moniert und deswegen habe ich einfach mal mir das Editorial genommen durch mein Brain gejagt und mir so eine grobe Übersetzung erlaubt. Unser Frühling. Man stellt sich ihn bunt, blumig und von magischen Wellen durchzogen vor. In diesem Monat haben wir zum ersten Mal 2 Boxen gestaltet, welche unterschiedliche Schönheitsroutinen enthalten. Die eine lässt die Leinwand leer und enthält die magische Marke Garancia, während die andere sich wunderbar frühlingshaft präsentiert. Ja, das haben wir hier mit dem, ne? Bunt. Wie kann man die Wiederkehr der schönen Tage und den offiziellen Frühlingsanfang besser feiern? Ne? Fand ich ganz, ganz cool, mich da nochmal in mein Brain zu begeben. Also ich glaube, das hat eine halbe Stunde gebraucht, dass ich diesen Text übersetzt habe. Läuft bei mir. Okay, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Produkt. Das hier ist ein Volu Shampoo. 75 ml sind enthalten und das ist von der Marke Darwin. Ich glaube, wir hatten die im Adventskalender mit drin, also die Marke, ne? Irgendwas davon. Ich glaube, die ist auch recht hochpreisig. Riecht jetzt soweit nach nicht wirklich was, nach ein bisschen frische Wäscheduft, ne? Halt seifig, aber sonst riecht es eigentlich ganz angenehm. Ich weiß jetzt nicht, Volume Enhancing Shampoo, okay, für feines und limp her. Ich weiß jetzt nicht, was limp ist, wahrscheinlich schlaffes. Feines und schlaffes habe ich. Und das finde ich ganz nice. Doch, gefällt mir. Und das ist mit Turnip Root Extract. Ich weiß nicht, was eine Turnip Wurzel ist. Root ist Wurzel. Root ist Wurzel, genau, aber Turnip kenne ich nicht, weiß ich nicht. Hört sich auf jeden Fall interessant an, kommt aus Italien. Ja, ne? Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich wasche mir immer dienstags und freitags mit einem anderen Shampoo die Haare als an den anderen Tagen, weil das einfach besser ist für mich. Also ich habe dann das Gefühl, dass die Shampoos dann auch mehr ihre Wirkung entfalten können. Als nächstes habe ich hier etwas dekorative Kosmetik drin. Kommt in mein Fullface dekorative Kosmetik für April, denn das ist jetzt ja April. Bloom Blush. Blush. Vater Popier. Okay, von Botanique and Beauty oder Botanic Beauty. Mhm.
So schaut es aus. Cruelty-free und vegan steht hier drauf. Die Marke hatten wir jetzt auch öfter schon mal in anderen Boxen drin. Peach Blossom ist die Farbe. Und ich, ja, weiß nicht, war das in der Vegan Beauty Basket oder in der Beauty Love the Natural Box? Kann auch sein, dass wir da schon mal was von drin hatten. Oder in der Glossy Box hatten wir, glaube ich, auch schon mal einen Highlighter drin. Oder in der Brigitte Box. Leute, ne, die Frau hat nur Boxen im Kopf. Und das sieht sehr, sehr hübsch aus. Finde ich also vom Ton her richtig hübsch. Das ist sehr frühlingshaft. Die Verpackung ist ein bisschen billig, muss ich gestehen. Also fühlt sich sehr plastikmäßig an, weil es Plastik ist. 4 Gramm sind hier enthalten. Und Leute, das ist einfach mal vom Pressing her eine Rose. Und da fahre ich ja schon mal direkt drauf ab, ne? Da haben sie mich. Da haben sie mich. Riecht das nach Rose? Ja. Oh mein Gott. Ja gut, das ist geil. Hat auch ein bisschen Schimmer mit dabei. Also das ist ein super, super heller, peachiger Blush. Das ist jetzt wirklich nur ein Hauch von Farbe. Aber schön. Sieht man nicht so intensiv, ne? Und das, obwohl ich echt eine Blassnase bin. Ich habe jetzt Blush drauf. Also ich weiß nicht, ob man den jetzt sehen will, wenn ich den drüber gebe. Ich nehme jetzt einfach mal einen Blushpinsel, der hier so ist. Ne, habe ich jetzt von Luvia einen. Kann ich hier mal ein bisschen drüber machen. Das ist halt sehr pudrig. Ach doch. Ach doch. Oh, 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 oh. Ihr seht das bestimmt auch, ne? Ich sehe das auch. Da. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Das ist ja schön. Ein bisschen mehr. Das ist ja eine hübsche Kiste, du. Nice. Also das ist ja, ich meine gut, ich habe auch Highlighter drunter und so ein Kram, ne? Aber der hat ja halt dieses Strahlen auch mit dabei, was für mich echt nach Frühling ruft, ne? Eine ganz, ganz tolle Farbe. Da freue ich mich drauf. Der kommt definitiv ins Fullface Beautyboxen Schminki Gedönsen. Aber wie gesagt, die Verpackung ist sehr, ja, interessant, sagen wir mal. Aber dieses Packaging, das ist ein Träumchen, ne? Das hätte ich ja auch gerne genau so auf dem Blush drauf gehabt. Ich weiß nicht, was sowas kostet. Ich glaube, der war auch, als wir den in den Boxen drin hatten, recht teuer oder hochpreisig, sagt man ja viel mehr dazu. Ja gut, komm, 8,42 Euro für Abonnenten und 9,90 Euro, wenn man den im Shop kauft. Geht gerade noch so für ein Blush? Okay, als nächstes habe ich von Polar etwas drin. Polar ist ja auch eine Marke, ich glaube, die ist französisch. Und deswegen haben wir die öfters mal mit drin. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Fan von Polar-Produkten, muss ich gestehen, weil die bei mir nicht so super gut funktionieren. Leider. Andere werden sich da wahrscheinlich tierisch drüber freuen. Zum Beispiel Unbox Butterfly Nicole. Ich weiß nicht, ob sie die Garancia-Version genommen hat oder halt diese bunte Version, die ich ausgewählt habe. Ich bin sehr gespannt auf ihr Unboxing. Creme Hydratante, also eine hydratisierende Creme. Und das ist aus den Quellen der Gletscher vielleicht. Ice Source Moisturizing Cream. 20 ml sind hier enthalten. Und ja, wie gesagt, da gibt es halt viele Liebhaber von der Marke, wenn man das so sagen darf. Ich habe es halt noch nicht ausprobiert. Also die hier noch nicht. Aber ne, ich habe schon ein paar Polar-Produkte verwendet gehabt im Gesicht und das hat mir nicht so gut gefallen. Dann habe ich hier etwas drin und zwar Garancia. Das ist die Marke, von der die andere Box ist. Mysterieux Repulpant. Das ist ein Repulp Lease Restructure Hydrate. Für Gesicht und Augen. Aha, so ein kleines Serum, 5 ml. Aber auch das wird sehr hochpreisig sein. Ich vermute ja immer, dass solche Sachen so hochpreisig sind. Ne? Wenn du so eine kleine 5 ml Größe von einer Gesichts- und Augencreme in einer Box mit drin hast, denke ich immer, ist bestimmt sackteuer, weil sonst würden die das gar nicht in so kleine Pröbchen packen. Ja, ist schön. Augencremes sind nie weg, kann man gut gebrauchen. Das ist mit Hyaluron und auch irgendwas mit Gletscher, irgendwas. Interessant, ne? Ist cool. Zack. So, jetzt haben wir hier noch ein großes Produkt drin. Und zwar ist das von Bioderma. Ein Purifying Cleansing Foaming Gel. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal in der Bissin-Box mit drin. Oder im Adventskalender. Kommt mir nämlich gerade super bekannt vor. 100 ml ist das. Und das ist einfach ein Reinigungsgel, womit du dein Gesicht waschen kannst. Ja, ist ganz gut, ne? Wenn man halt über den Tag geschwitzt hat, dann bietet es sich umso mehr an, abends sein Gesicht zu waschen oder auch morgens, ne? Zuallererst Gesicht reinigen. Deswegen finde ich, das passt. Genauso Augenpflege ist auch eine ganz gute Geschichte. Gesichtspflege ist immer nice. Shampoo ist auch nie weg. Also es sind halt so Basics und dann halt diesen sehr frühlingshaften Blush. Die ganzen Pflegeprodukte wären jetzt für mich nicht unbedingt, dass ich sage, ja, das sind die Frühlingsprodukte. Aber ja,
Genau. Aber das finde ich, also es ist nicht Pickel verursachen, das finde ich auch nett. Guck mal, hier steht sogar was auf Deutsch drauf. Klärendes, reinigendes und schäumendes, genau, Gel. Für Mischhaut oder ölige Haut, die habe ich jetzt nicht unbedingt, auf die angefeuchtete Haut auftragen, aufschäumen und gründlich abspülen, sanft trocknen. Ne? Dann hast du auch noch einen QR-Code, dann kommst du da auch noch irgendwo auf eine Seite. Das läuft doch. Mensch, 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und... Die packen auch gerne mal so eine kleine Parfümprobe oder sowas mit dabei, weil sowas kannst du halt dort auch dir im Onlineshop kaufen. Angel von Mugler Eau de Parfum, 1,2 ml haben wir hier von der Parfümprobe drin. Das finde ich ganz hübsch, auch das kommt in meinen Fullface Beauty Boxen. Da packe ich ja auch immer so alle möglichen Tools, die ich in Boxen drin hatte und Parfum und Nagellacke, genau. Und das wollen wir mal testen. Ich habe heute noch gar kein Parfum aufgelegt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Sag mal. Letztens in der Vegan Beauty Basket nämlich auch ein Parfum drin, was aber leider nicht befüllt war. Deswegen bin ich da jetzt leider eingebrannt. Das Kind, man soll nicht so machen, ne? Ja, ich bin sehr rebellisch. Also es hat auch, soll man auch nicht in die Haare sprühen, ne? Aber ich bin ein Rebell. Hat ein bisschen was Moschusmäßiges, wenn ich das so sagen darf, aber auch irgendwie was Frisches mit drin. Also es wäre jetzt nicht so mein Duft, zu dem ich greifen würde, wenn ich den jetzt zum Beispiel im Douglas testen würde, riechen würde. Ich finde den jetzt nicht so geil. Also für mich ist es eher ein Duft, der in die maskuline Richtung geht. Tatsächlich, ja. Also ja, ich bin eher so der, also vor allem, wenn ich hier eine Frühlingsbox habe, gehe ich eher von einem blumigen Duft aus, ne? Naja, also ein engelshafter Duft ist das jetzt nicht unbedingt. Ich fühle mich jetzt nicht engelshaft, nein. Steht hier irgendwas Tolles drauf? Du sollst in ein magisches Universum von exklusiven Privilegien kommen. Mhm. Ach so, www.mugler.com, ja, läuft. Okay, ja, wie gesagt, es ist jetzt leider nicht so mein Duft, aber gibt bestimmt Leute, die das jetzt total feiern würden, ne? Nee, ich riech halt wirklich, du, das ist Moschus, Leute. Ich muss echt mal gucken, ob das überhaupt ein Damenduft ist, weil für mich, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Mann sich das auflegt und ich sagen würde, oh, der Mann riecht aber gut, ne? Aber als Frau, so, man soll ja nicht so in Schubladen denken, ne? Aber ich beziehe das ja auch mehr auf mich, ne? Ich bin halt ein sehr blumiger und fruchtiger und süßer Duftmensch, so von den, wobei ein bisschen süß, fruchtig süß, nein, frisch süß. Mit Moschus? Ich bin sehr gespannt, wenn ich mir nachher die Duftnoten raussuche, was das da drin ist. Aber es riecht halt sehr... Könnte sogar Vanille mit drin sein. Riecht echt merkwürdig. Naja, ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing und mir hat die Box gefallen. Also das sind schöne Pflegeprodukte enthalten. Den Blush feiere ich sehr. Der ist dezent, zurückhaltend, aber er ist schon schön frühlingshaft. Den mag ich gerne. Das gefällt mir. Und wenn euch dieses Unboxing gefallen hat... Hilfe. Ach, mein Freund hat mir gerade eine Nachricht geschickt. Wahrscheinlich, dass es gleich Essen gibt. Hab ich mich erschrocken, ey. Oh, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!